Ich sag dir, ich hasse das, wenn diese Leute einfach die M-Plus reinstarten, ohne Sinn und Verstand quasi. Was haben wir die Woche? Volcanic und hier diese Blutshit, ne? Das decken die gerade halt gut hoch. Da kommt er. Das Viech von Beyond hier. Ah, die müssen ihn interrupten. Uiuiuiuiui. Ich krieg jetzt aber viele Procs hier. Den einen müssen sie noch töten. Okay, ich muss glaube ich ein bisschen gechillter pullen. Der Heiler, der ist jetzt nicht so krass drauf, dass er mich da so schnell hochziehen kann. Ich hätte doch mit weniger Corruption spielen sollen. Einmal outgeranged hier. Na, es ist halt ein Priest-Heiler, weißt du? Das ist halt echt immer die Sache. What the fuck? Warum habe ich den jetzt gecharged? Okay, das war jetzt tatsächlich nichts. Die bringen nämlich keine Punkte. Hatte ich Team Target? Eigentlich nicht. Ja, der Heiler. Das ist halt der Dude, der diesen krassen Hit draufhaut. Hier, ich habe gelernt, ne, das ist kein Magic-Schaden, so wie es aussieht, sondern das ist reiner Melee-Damage. Wenn ich da Double Active Mitigation ziehe, dann kriege ich da kaum was rein von. Okay. Also haben wir hier schon mal, wie viel Prozent haben wir? 17%. Können halt echt viel Trash hier drin machen.
Jetzt muss er natürlich da den Shit hinhauen. Oh, fuck it. Wurde ich eingewallt hinter dem Ding. Das ist jetzt bitter. Das war jetzt bitter. Ich habe ihn noch schnell gecharged, dass ich ihn damagen konnte. Und dann wurde ich hinter dem Ding eingewallt. Das Platzend hat mich gekillt, also der Dot von den ganz kleinen Viechern. Jetzt habe ich keine Stärke-Scroll mehr. Stefanie, ich grüße dich. Das war nix. Ah, vielleicht hätte ich doch mit weniger Corruption spielen sollen. Das ist teilweise schon echt nervig. Adel, ich grüße dich. Ja, wir können die auch noch mitnehmen. Weil der Fell gar nicht so schlechten Schaden macht, ne? Kann man eigentlich nichts sagen. Nö, der ist gut dabei. Eigentlich würde ich die ja weiterziehen, wenn der Heiler mich mal vollziehen würde. Komm, haben wir die Explorer rein, dann ziehe ich mich ja halt selber wieder voll. Teilweise ist es echt ein bisschen anstrengend. Oh fuck, da sollte ich rausgehen. Hey, grüß dich. Ach du, soweit schon. Ein bisschen müde bin ich, ne? Jetzt versuche ich hier gerade mit der Random-Truppe den 15er oder was ist das? Ist sogar ein 16er Key. Du musst halt, oder du kannst hier am Anfang am besten richtig, richtig, richtig viel Trash machen und dann am Ende halt so viel skippen wie geht. Weil hier am Anfang die Mobs sind relativ easy. Jetzt war jetzt Maus Nummer sicher hier. Umhang gezogen. Ja, dann sind wir etwa bei der Hälfte.
Also Anima ist halt echt gut, nur das haut einen Haufen Schaden raus und es zieht mich halt echt gut wieder hoch. Hat er gerade gesehen. Also ich spiele mal ganz nicht so gern mit dem Diszi, weil der Diszi, der kann mich nicht so gut hochziehen. Das ist für einen Druid-Tank immer nicht so geil. Ist er am Futtern? Okay, er ist am Futtern. 3, 2, 1. Ah, warte mal, ich muss ja warten, bis der Dings kommt. Fuck, jetzt bin ich hier geslowt. Ich will da raus. Oh, fuck it. Scheiße. Jetzt hat er ein Münzding reingezogen. Naja, gut, aber er hat nur ein Stack gekriegt. Da müssen wir jetzt weggehen. Da würde ich rausgehen, Bro. Aber gut, das ist kein Boss-Buff, ne? Da ist eigentlich immer kein Stress. Jetzt sammelt er halt hier noch Zeug auf. Jetzt muss das halt hier nochmal proccen. Ah, okay. Also ich soll das Tank echt nicht mit so viel Corruption in die Dings gehen. Das macht tatsächlich wenig Sinn. Ja, der Buff wird uns jetzt killen, ne? Ja. Der Big Pull war halt tatsächlich nicht so eine gute Idee. Der eine hat geschrieben, go, go, Big Pull, aber uns killt halt einfach der Stack dann, ne? Das hat sich halt jetzt eigentlich nicht so rentiert. Er hat jetzt halt auch noch keine Inker ready. Jetzt halt 60%. Die einen müssen wir auch noch machen. Alter. Ja gut. Also ich glaube, ich hätte doch defensiv gehen sollen. Oder defensiv wäre, sagen wir es mal so. Die Explo am Ende, die zieht mir noch übelst runter hier, ne? Von den Viechern.
Gehen wieder alle gleichzeitig hoch. Ich bin tot, das weiß ich jetzt schon. Okay, der Alle hat mich doch nochmal hochgezogen. Jetzt können wir mit der Spinne dann skippen. Schauen wir mal. Den interrupten, ich will halt skippen mit den Viechern. Fuck, da kommt. Alter! Triple, habt ihr gesehen, da sind drei Geister auf einmal gespawnt. Drei Stück. Zum Glück habe ich meinen Umhang ready gehabt. Alter, wir müssen den interrupten. Ich hasse dieses, so ein Viech. Eigentlich wollte ich ihn da oben hin basteln. Hütet euch. Darf halt jetzt keiner darunter laufen, ne? Wenn du die triggerst, dann ist RIP. Da würde ich jetzt rausgehen, wenn ich der Feral wäre. Oh fuck, jetzt bin ich hier. Okay, ich bin in die Explo reingelaufen, aber nochmal raus, als sie quasi explodiert ist. Komm, jetzt muss auf der Rune hier mein Ding spawnen. Jetzt muss ich aus der Rune rausgehen. Ätzend. Ätzend. Also wir haben jetzt 75%. Das sieht ganz gut aus. Unten, du musst nämlich zweimal noch ein paar Mobs machen zumindest. Aber nicht viele. Der Feral macht echt gut Schaden. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Feral so gut raus DPS. Bin ich ehrlich gesagt überrascht, ne? Öfter mal einen Feral mitnehmen. Oh, der ist hier bei 75k, der Feral. Hütet euch. Ob ich schon was in Mythic gelegt habe? Nee, ich habe im Moment keine feste Raid-Guild, ich habe nur HC gemacht. Ich habe gestern mit einer Random-Truppe haben wir alle einmal im HC durchgeballert. Also alle Bosse, das ging recht schnell. Bis auf den Endboss haben wir alle First Try gelegt. Aber Mythic, da ich keine feste Gilde habe, oder keine feste Gildengruppe, so rum in Gilde bin ich schon, ja, schaut das eher schlecht aus. Aber vielleicht rufe ich mir demnächst wieder was. Gear habe ich ja relativ okay. Also dafür, dass ich nur random unterwegs war, denke ich mal, ist das Gear nicht so schlecht. Und so raus, diese Mobs hier. Das ist echt schlimm. Ich hätte den nicht dazu adden sollen.
Wenn der seinen Laser hier startet. Das ist, wenn die Leute vorher reingehen, vor mir als Tank. Alter, der haut mir echt richtig Damage raus. Der Diszi, ne, ich krieg im Moment gar keinen Schaden. Der Diszi kriegt mich halt nicht voll. Also der wird er mich, wenn, dann halt er mich gar nicht. Kannst du wenigstens die Kackgruppen. Ich habe mich jetzt selber hoch, keine Ahnung, soll mal recken hier. 3, 2, 1. Aber noch sieht's ganz gut aus. Also wir haben. Die müssen sich halt immer da hinstellen, wo das Ding ist, ne, das Zeug schon liegt. Dann brefft er nämlich da hin, beziehungsweise schiebt er das Zeug halt weg. Na, ja, das war jetzt schon, das war okay. Na, nicht auf die Seite stellen. Die meisten Leute, ja, wenn du dich auf die Seite stellst, ist brefft hier rein und das Zeug geht nicht weg. Du musst dich immer da hinstellen, wo quasi das Zeug liegt, dass das wegding. Ja, die machen es halt jetzt leider hier nicht gut, aber zum Glück haben wir keinen Tyrannic-Boss, also dürfte der trotzdem relativ down gehen. Na, soll ich da jetzt. Komm, ich zieh meinen Umhang. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Alter, jetzt haben wir uns halt richtig eingewoidet hier, ne? Well, und der eine steht halt immer noch kacke hier. Hütet euch. Ja. Das hat den Hunter gegrillt. Brauchst du nicht retzen, der spawnt doch hier. So, wir brauchen jetzt noch 19%. Heißt, du machst jetzt hier noch so ein paar Roboter und dann kannst du oben mit dem anderen noch skippen. Jetzt muss nochmal so ein Vieh spawnen. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen, aber okay.
Alter, jetzt habe ich hier alles voll. Scheiße. Auf der einen Seite konnte ich nicht rauslaufen wegen Void, auf der anderen Seite war die. War die. Okay, ich spiele das halt nicht mehr mit so viel Corruption. Das ist ja ein Dreck. Ich hab nur noch so einen Scheiß hier. Ich weiß gar nicht, wie viel der Pylon jetzt bringt an sich. Wir können sogar fast noch Double Chest machen, ne? Wenn das jetzt gut. Ich weiß jetzt nicht, was bringt der Pylon hier. Ein bisschen auseinander. Na lol, der Vogel kann das halt komplett kiten und ich kann theoretisch nur weiter drauf damagen. Fuck, jetzt. Okay. Haben wir dann noch 2 Minuten irgendwas. Also wenn wir jetzt krassen Damage haben, können wir vielleicht den 16er sogar Double Chesten. Das wäre ja echt sick. Da rausgehen. Jetzt kann ich ihn da blöderweise nicht wegziehen. Oh bitte, Heiler, verkack's jetzt nicht. Ja, aber die Intermission dauert zu lang. 2 Minuten haben wir jetzt noch. Habe ich den jetzt gefressen? Das war jetzt nicht gut. Hey, danke dir fürs Followen. Bisschen aus der Ecke rausziehen, dann kannst du nämlich besser um die Dinge rumlaufen. Komm, vielleicht hier. Die letzten hätte ich den Pott früher schmeißen müssen. 30 Sekunden. Ah, das wird nix. Na, jetzt sehen. Ah, fuck. Okay, schade. Wäre fast ein Double Chest geworden. Aber das war ein schöner Run. Da konnte ich nichts meckern. Ich bin einmal verreckt. Das war ein bisschen dumm.
Aber, ja. Schade, das waren jetzt ein paar Sekunden über Double Chest. Hey, ich grüße dich auch. Schau mal, was kriegen wir hier? Wir haben natürlich nichts gekriegt, wunderbar. Aber wir haben natürlich den Weekly Key weg und das müsste der zweite. Das war jetzt sogar ein 16er, ne? Das bringt noch ein bisschen Score hoch. Wunderbar. Das hat doch fu wunderbar funktioniert. Aber das nächste Mal gehe ich halt mit weniger Corruption rein. Ich habe halt richtig auf den Sack gekriegt, ne? Ich habe zwar jetzt 50 km DPS hier auch gefahren, aber da habe ich dann doch ein bisschen viel reinbekommen. Aber die Woche ist halt richtig einfach, ne? Also theoretisch könnte ich auch sagen, ich hocke mich die Woche hin und versuche mal alle auf 15 Intime zu machen. Gut, das war's soweit. Also dann bis zum nächsten Key, euer Tela. Ciao.